heute wird ein Match geangelt, wer dem anderen die Pommes ausgibt. Ja. So wird es heute sein. So ist das. Ich weiß auch schon wer. Ja, ja, man muss ganz, ja, genau, und der Kameramann bezahlt. Nein, Leute, ich habe mich mit Olaf hier verabredet, um euch ein tolles Video zu Weihnachten noch zu präsentieren. Wir werden hier ein Thorsten versus Olaf heute machen. Das heißt, wir sind hier in Holland an einem See, den der Olaf aus seiner Westentasche kennt. Also er hat einen kleinen Heimvorteil. Aber ich war auch schon ein paar Mal hier und versuche ihn heute zu schlagen. Hoffe ich zumindest. Und der Verlierer gibt dem Gewinner Pommes Krokette aus. Ja, genau so wird es sein. Ja, es wird ein kleines Battle sein. Wer am Ende mehr Gewicht hat, gewinnt das Angeln. Ihr kennt, wie es läuft. Olaf, du wirfst die Münze. Du darfst entscheiden, Kopf oder Zahl. Was möchtest du haben? Zahl. Zahl? Ja. Also das heißt, wer Zahl hat, der darf aussuchen. Wer links oder rechts sitzt. Okay. Kopf. Das heißt, ich darf aussuchen? Du darfst aussuchen. Ich bin der Meinung, rechts ist die Einfahrt zum Mars. Ich möchte rechts sitzen. Vielleicht ist das ein Vorteil. Ja, glaube ich eher nicht, aber wir werden ja sehen. Okay. Also, wir gehen jetzt ans Aufbauen. Ich sitze rechts, Olaf links und dann werde ich dir mal zeigen, wo der Hammer hängt. Jo, moin zusammen. So, jetzt ist hier rechts der Schlingel weg, namens Thorsten Küsters. Der war gerade mal ein bisschen spionieren hier, was ich hier so alles auf meinem Tablet liegen habe. Wir sind heute hier an einem schönen, großen holländischen See, der ziemlich viele Tiefen hat. Ich habe mich jetzt auf einer Entfernung von 50 Meter eingebucht und versuche da in erster Linie schöne große Brassen zu fangen. Meine Taktik wird wie folgt aussehen: ziemlich lange liegen lassen, wenig Köder und erstmal schauen, was denn so die Brassen veranstalten. Futter fische ich heute wieder von HJG Drescher, Bream Light mit NL gemischt, 2:1. Und ich denke, den einen oder anderen Fisch werden wir heute an den Band kriegen. Fischen werden wir heute so, ich denke, 5 Stunden um den Dreh rum. Dann wollen wir mal schauen, was passiert. Ja, und wir haben jetzt schon gefüttert. Der zweite Korb mit Haken ist drin, aber leider noch kein Biss. Aber das kann ja noch kommen. So, jetzt müssen wir gucken, dass der Penz nicht zuhört da. Ne? Nicht, dass er meine Taktik kopiert. Zu meiner Taktik heute. Ich habe einen Platz auf 12 Sekunden Wasser, die Entfernung exakt weiß ich nicht. Ich habe mit unserer 5000er Umdrehung habe ich 52 Turns. Mir war die Entfernung nicht wichtig. Ich versuche eine gewisse Tiefe zu finden, wo ich hoffe, dass da eine konstantere Temperatur ist, um da Rotaugen und Brassen zu fangen. Ich habe schon gesehen, der Olaf, der füttert relativ kleine Körbe, ganz fein verhalten. Ich werde heute mal genau das Gegenteil machen. Ich werde größere Körbe füttern. Ich habe jetzt gerade unseren 40 Gramm Ringkorb drauf in L, also schon eine gute Größe. Werde versuchen, oder ich habe 3 Körbe gefüttert mit einigen Castern drin und werde jetzt gleich auch anfangen, immer mal wieder ein paar Würmer zu schneiden. Das zeige ich euch aber gleich. Ich werde einen sehr passiven Rhythmus angeln. Ich muss hier heute große Fische fangen. Ich weiß, dass der Olaf dieses Gewässer gut kennt. Der hat ja schon geangelt, da war ich, glaube ich, noch 5 Jahre alt oder 4 Jahre alt. Also der kennt hier das Gewässer wie seine Westentasche. Das heißt, ich muss mit einer differenzierten Taktik versuchen, den heute auszustechen. Futter, bei mir angle ich im Winter sehr gerne D&S, Deep and Stream. Futter, was sehr viel Klebkraft hat, was langsam auf dem Boden auseinander geht, weil wir tiefes Wasser hier haben. Ich habe ein paar Pinkies da, die ich, glaube ich, hoffentlich nicht brauchen werde. Ein paar Maden. Mistwürmer von Louis Sattler. Ganz wichtig. Einer der die besten Mistwürmer, die du kriegen kannst, weit und breit. Ein paar Würmer, die ich gleich schneiden werde. Ja,
Ansonsten ganz Suche. Ich habe heute unsere 4 Meter X-Glas mit 80 Gramm, mit einer 2,5 Unzen Spitze. Dazu eine 5000er Rolle. Warum eine 5000er Rolle, kann ich auch ganz cool erklären. Ich bin in eine Garage gegangen und habe geguckt und denk, geil, da ist noch eine Montage dran. Brauche ich gar nicht montieren, Ast rein. Deswegen habe ich die genommen. Ihr hättet auch eine 4000er nehmen können, wäre genauso gut gewesen. War halt nur wieder Bequemlichkeit. So, ja, zu meinem Verlauf. Also ich denke mal, dass die erste Stunde wahrscheinlich ein bisschen ruhig sein wird. Da kann ich mich auf Kaffee trinken konzentrieren. Das werde ich jetzt auch mal machen. Ja, ansonsten, ich angle jetzt den MXB2 in 14 an einem 14er Vorfach. Hab da jetzt gerade 2 Caster dran, eine Male, weil das so ein Köder ist, den eigentlich jeder Fisch gerne mag. Ja, und wirklich ganz passiv werfen. Ich habe Stoppuhr hier, werde auch nur alle 10 bis 15 Minuten werfen. Am Anfang mache ich 10 Minuten, eine halbe Stunde lang und dann gehe ich auf 15 Minuten rüber. Das mache ich auch noch mal eine halbe Stunde und danach werde ich den einfach so lange liegen lassen, bis dann Fisch beißt. Und wenn das 5 Stunden dauert, ja, dann habe ich ein Problem. Dann habe ich definitiv verloren. Das will ich heute nicht, also drückt mir die Daumen. So, ich möchte euch jetzt einen kleinen Tipp geben, wie ihr eure Würmer, wenn ihr die schneidet, am besten präpariert und auch im Winter. Im Sommer ist das ja meistens so, dann nimmt man sich 4, 5 Würmer, schneidet die im Futter 2, 3 Mal durch, lässt größere Stücke, dass der Fisch die auch finden kann, fressen kann, weil ja auch da Futterneid herrscht und dass die Jungs auch satt werden. Im Winter ist die Chose ein bisschen anders. Ich verwende immer größere Würmer extra und die werde ich dann relativ klein schneiden. Also die müssen irgendwann am besten so eine Größe haben wie Caster, ja, dass die was einsaugen können, aber davon nicht satt werden. Ja? Ich schneide jetzt mal. Das Problem bei der Sache ist so, wenn man die Würmer sehr klein schneidet, verlieren die natürlich auch unwahrscheinlich viel Saft. Und wenn ich diesen Saft mit ins Futter tue, dann wird natürlich unser Futter, bekommt eine Konsistenz, die nicht mehr angelbar ist, zu matschig, dann geht das zu früh raus, ich kann das nicht mehr richtig drücken, weil es durch die Poren oder durch die Maschen drückt. Und um das vorzubeugen, zeige ich euch jetzt mal genau, wie ich das mache. Als erstes, schnipp, schnapp, ne? Also Wurm, ne, möchte ich in meinem ganzen Leben nicht sein, nicht einmal. Ne? Ich benutze dafür immer ein Poolcup, der ist auch von uns, aber den könnt ihr ja von Gott und die Welt Marke nehmen, das ist alles egal. So, und dann schneide ich das. Ich drehe den Pott immer so, dass ich auch alle Stücke klein schneide. Jetzt habe ich die klein geschnitten, ja, und jetzt einfach zack, kommen die auf mein Abtropfsieb, so. Und hier können die sich dann, sage ich mal, von der Flüssigkeit befreien, ja. Ich habe die meistens in so einer Dose, wie hier. Lasst die abtropfen, ihr könnt die auch hier drin einmal kurz abwaschen und dann abtropfen lassen, das geht auch. Aber ich lasse die meistens vorbereitet so ein bisschen liegen und dann kann ich immer gleich so kleine Häufchen, wie hier, seht ihr, die sind alle nicht größer. Ich vergleiche das mal hier mit einer Caster, seht ihr, alles sehr klein, sehr fein und perfekt, denke ich mal, für die kalte Jahreszeit. So, 1-0. Regen hat angefangen. Ich habe mich jetzt mit dem Schirm noch präpariert. Erster Fisch im Regen. Olaf, guck mal hier. 1-0. Auch ein blindes Huhn findet man Korn. Ach du Scheiße, jetzt gibt's hier Massakre. Das ist ein dickes Ruder. Boah! Das
2. 0. Jetzt haben wir die erste Wollandkrabbe drauf. Ja. Jetzt müssen wir gucken, dass wir die über die Kante kriegen. Das ist wichtig. Hier ist eine ganz steile Kante. Deswegen angeln wir auch sehr lange Ruten. Zählen denn Wollandkrabben? Nix. Nur im Topf. Nur im Topf. Das ist ja gar keine Wollandkrabbe. Der hat einfach meinen Haken gefressen, die Socke. Lach mal nicht. Der zählt. Den schmeiß ich in den Kescher. Der zählt im Topf. Nur im Topf. Sieht schon gefährlich aus, der Bursche, ne? Also lass mal wieder schwimmen. Ja, was sollen wir sagen? Ist ein echt harter Tag heute. Nach Fischen steht es 2-1 für mich. Die Krabbe, die zähle ich mit. Also fast 2,2:1 steht es. Nein, Spaß beiseite. Ist wirklich ein harter Tag. Wir haben auch kalt. Heute Morgen 0 Grad. Wir hoffen immer noch auf Brassen. Es ist wirklich sehr zäh. Wir sind jetzt 1,5 Stunden dran. Und wirklich bei mir 2 kleinere Rotaugen. Olaf ein Rotauge. Ein Fisch noch verloren. Aber jetzt gerade hat er den ersten Biss gehabt. Und das sah nach einem Brassen aus. Also das heißt, ich muss jetzt Gas geben. Ich muss gucken, dass ich im Futter bleibe. Dass ich den jetzt nicht hier die Brassen überlasse und ich nachher ins Hintertreffen gerate. Also deswegen, ich wechsle jetzt noch mal von einem zuen Bellfeeder auf einen offenen Korb, um ein bisschen mehr Partikel freizugeben, dass die Fische vielleicht wieder mehr zu meiner Region kommen. Jo, so nach 1,5 Stunden ist wirklich zäh, wie Thorsten schon sagte. Ihr habt gesehen, Thorsten fischt die ganze Zeit einen zuen Korb. Ich fische den Orbiter und drücke das Futter ganz fest rein, so dass es wirklich nur unten am Boden aufgeht. Versuche die Futterfläche sehr klein zu halten. Und jeder dritte Korb, da drücke ich das Futter ganz, ganz leicht rein, dass ich so eine kleine Futtersäule über dem Futterplatz kriege. Hab gerade den ersten Brassenbiss gehabt, aber leider vorne an der Kante verloren. Aber ich will mal schauen, ob ich jetzt so den Futterplatz besser aufgebaut kriege, um dem Lümmel rechts neben mir dann doch das eine oder andere Bräschen um die Ohren zu hauen. Der haut mir ein Bräschen vor die Ohren. Ich hau den Platten um die Ohren. Nee, du erst beim Sandkasten spielen. Noch steht es 2,2:1, ja? Ja, hör mal also. Auf mit deinem kleinen. Hä? Mit deiner kleinen Krabbe da. Ja, die Krabbe, die macht's, naja. Kommt in den Kochtopf. Na, steht es jetzt 3,2:1? Ja. Ja. Jetzt musst du mal richtig Gas geben. Jetzt hast du Druck. Ja, ich spüre den Druck so langsam, aber eher in der Blase. Ach so. Naja, wer zuletzt lacht, lacht am besten. Das ist Ricardo. So, das war jetzt der erste vernünftige Biss. Sieht nach einer schönen Brasse aus. Ich hoffe, ich kriege die jetzt hier schön über die Kante. Und dann hat der Herr Küsters ein Problem. Dann kann er mit seinen 3,2 Rotaugen da einpacken. Und jetzt habe ich ein Problem. Ich hänge fest. Ich habe sie wieder freigekriegt. Ah, da kommt sie. Schön, dass die Flanke hochstellen, ne?
Aber das ist hier mal eine Kirsche, schöne Brasse. Da kann der Herr Küsters mit seinen 3,2 Rotaugen, da sieht er jetzt ganz alt aus mit. So wie das aussieht, nagt der Thorsten gerade an seinem Korkgriff von der Rute. Das die fällt ihm jetzt ja nicht hier. Glück war das. Nur Glück. Glück. Ja, ja. Ich sag nur Männerköder. Ja, jetzt geht mir natürlich die Puppe. Ich schmeiß rein, krieg direkt einen Bresenbiss auf zwei Kaster. Und jetzt ist es natürlich wichtig, den Fisch, deswegen stehe ich auch auf der Kiste, über diese Kante zu bekommen, dass ich den bloß nicht abhänge. Ich muss gucken, dass ich mit dem Olaf gleichziehe. Ich will hier heute nicht verlieren und auf gar keinen Fall den Fisch abhängen. Rute arbeitet gut. Da ist alles im Lot. Aber einmal über die Kante mit dem Vorfach, überall Muscheln und dann habe ich verloren. Und heute wird jeder Fisch hier zählen, das steht fest. Das ist auch der Grund, warum ich auf die Kiste gehe. Ich möchte, dass ich hochkomme, dass der Fisch da hinten schon hochkommt. Dass ich nicht Gefahr laufe, da kommt er schon. Oh, ich kann ihn schon sehen. Ja, ein ganz großer Brassen. Ich hoffe, der passt auch in die Kelle rein. Boah. Der kommt ja rückwärts. Boah, leck mich an. Ist das eine Platte. Wahnsinn. Oh, lecko Fanny, ist das ein Riesenteil. Boah. Aber wie packe ich den denn jetzt an? Warte, ich muss mich jetzt erstmal sammeln, ey. Ist das ein Riesenbresen? Was ein Brassen. Wahnsinn, was für ein Fisch. So, Olaf. 1:1 nach Bresen. Jetzt zählen die Rotaugen, die 3,5 doch wieder was. Tolles Tier. Guck mal die Flosse hier hinten an. Wahnsinn. So, den werden wir jetzt wieder schön sauber in den Kescher packen. Ja, Leute, ich möchte ein kleines bisschen darauf eingehen, was ich heute für eine Schnur verwende. Es läuft echt zäh, muss ich sagen. Ich habe den Kameramann extra gebeten, bitte von vorne zu filmen, damit ich auch immer schön auf meine Spitze gucken kann. Wenn ein Biest kommt, dann ich anschlagen kann. So, pass auf, ganz einfach. Ich verwende unsere Horizon Feeder Braid in 0,8, so dünn wie möglich. Das heißt, dass ich schnell durchs Wasser schneide, dass die Schnur schnell sinkt, dass ich direkt Fischkontakt habe oder beziehungsweise Kontakt zum Korb. Was ich immer anknote und wo ich ein riesen Fan von bin, das wisst ihr mittlerweile, ist unser Tepperd Leader. Das ist unsere Schnur, die geht von der Stärke 22 bis zur Stärke 28. Das ist so eine Keulenschnur, nennt man die. Da möchte ich auch ein bisschen näher darauf eingehen, warum ich diese verwende. Gerade in Verbindung mit dünnen Schnüren und auf dem Fischen oder mit dem Fischen auf Distanz. Und zwar hat das folgende Bewandtnis. Wenn ich die Schnur aufmache oder beziehungsweise die Hülle hier aufmache, dann habe ich immer hier ein Stück Schnur, was vorne weghängt. Dieses Stück hier oder die ersten Meter von dieser Schnur haben einen Durchmesser von 22 mm. Und das ist einfach daher sehr wichtig. Ihr kennt das alle, gerade dieser Schlagschnurknoten. Ne? Man hat da seine 30er Schnur angeknotet und dann zieht man schön durch auf Distanz und dann paf, alles weg. Ja? Wieder um den Ring gewickelt, alles abgerissen, man kann wieder neu knoten. Kennt jeder Fiederangler, der auf Distanz geangelt hat, hat dieses Problem schon mal gehabt. Dadurch, dass wir hier eine 22er Schnur haben, und damit unseren Schlagschnur bzw. unsere geflochtenen mit unserer Monofilen verbinden,
haben wir hier viel, viel weniger Angriffsfläche und können dadurch natürlich einen viel dünneren Knoten machen. Und das ist dann halt sehr wichtig, der uns dann die nötige Sicherheit bringt, dass wir wirklich voll durchziehen können, ohne dass wir Angst haben müssen, dass der Schlagschnurknoten irgendwo an den Ringen hängen bleibt und dadurch Abrisse haben. Deswegen verwende ich diese Schnur total gerne. Hier heute in voller 12 Meter Länge, wie sie auch hier dran ist. Ansonsten mache ich auch schon mal 10 Meter oder auch 8 Meter. Aber wie gesagt, dicke Brassen heute erwarte ich. Dann möchte ich auch viel Puffer haben. Aber probiert es mal aus. Gerade die Kombi, dünne Schnüre, also dünne geflochtene Schnüre mit unserer Tapered Leader, ist wirklich eine Top-Kombination, die ich eigentlich 99% bzw. 100% meiner Distanzangelei verwende. Nur halt auf der kurzen Bahn verwende ich meistens eine 22 oder 24er in Verbindung mit 5 oder 6 Meter Schlagschnur dann im Vollen. Ja, probiert es mal aus. Ihr werdet begeistert sein und ihr könnt mir ja mal auch einen Kommentar da lassen, wenn ihr die ausprobiert habt und die euch gefallen hat oder auch nicht. Ja Leute, das war unser Angeltag heute. Olaf, ich glaube, mein Fisch war so viel größer. Ja, aber wirklich nur aber so ein Stück. Das ist halt, sag ich mal, auch das Glück, was dann natürlich ich hatte, ne, dass mein Fisch ein bisschen größer war. Nein, seien wir ganz ehrlich, es war echt ein total schwieriges Angeln. Also wir haben uns das echt anders vorgestellt. Hätten sehr gerne mehr Fisch gefangen, aber so ist Angeln. Das gehört dazu. Trotzdem muss einer die Pommes bezahlen. Das bin leider ich. Ist er leider. So ist das. Wir vom ganzen Team Matrix wünschen euch frohe Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr und wir sehen uns in 2022 mit voller Power wieder. So ist das.